Looten! Ja. You're lucky I happened by. One heartbeat more, and that sawtooth would have torn you apart. Half a heartbeat more, and I would have killed it myself. So you're War Chief Sona? Varl asked me to find you. Has he held the gate? He has, bravely. I saw him kill a corrupted machine himself. But he worries for you. Our tribe needs strength, not sentiment. I've tracked some of the killers who struck the Proving. I crave vengeance. Do you? Geht. You have no idea. Show me then. Lend me your strength. Follow. Ja, aber wir möchten ihn plündern. The killers are just across this ridge, digging the cursed earth. Oh. Weil er wäre einfach runtergefallen, wenn er sie nicht aufgegrillt hätte. In that soil. Corrupter demons. I know of them. I killed one at Mother's Watch. A bold claim. I wonder if you'll live up to it. Hör auf zu versuchen, so hart zu sein. Ich kaufe sie nicht ab. Außerdem sind wir schneller als du. Hey, was geht? Okay. Oh. Sie sehen uns jetzt schon. Hey, Sona. Hours ago, I sent Braves into hiding in the trees below. On my signal, they'll attack. The enemy and their demonic machines outnumber us. But we will have fury on our side. We could have more than that. Explain. That's Blaze. What we used to burn, they used to blast. It's how they dug out this pit. So we put fire to it and then? Boom. Then let us begin. Whoa, wait. Let's not rush. Give me some time to make an approach. If I end up alerting them, open fire. All right. Let's see what you can do. Nein, spann deinen Bogen noch nicht. Man hält Bögen nicht so lange. So, nähern wir uns mal ganz sneaky. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen geschlichen bekommen. Machen schon mal unsere Brandpfeile bereit. Weil wir damit sehr subtil sind. Wo landen wir, wenn wir den benutzen? Da landen wir dann. Okay, wo sind die wichtigsten Sprengorte? Der da wird in Flammen aufgehen können. Der kann explodieren, der kann explodieren. Viele Lorebehälter überall. Die hier würden uns sehen, wenn wir die Maschine ausschalten. Nun gut. Verdorbener Plünderer. Vorratskiste. Den Jungen können wir anzünden, da kann er explodieren gehen.
Können wir sie irgendwo einen Winkel nehmen, wo wir ein bisschen sicherer sind? Okay. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert, was ich versuche. They're still looking. Sollen sie? So haben wir erstmal die ganzen Leute ausgeschaltet, die in unmittelbarer Nähe zu uns gelegen sind. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen sicherer. Nicht komplett sicher, aber ein bisschen. Bin gespannt, ob die irgendwas sagen, wenn wir es schaffen sollten, alle auszuschalten. So, der da hinten ist so wunderbar isoliert. Scheinbar deuten es so, als wären wir entdeckt worden. Okay. A gift from the shadow. Nein. You cannot hide from our wrath. Muss ich auch gar nicht. So. Andererseits, gib mir einen Brandpfeil. Brenn. Worin bleiben so Pfeile manchmal verhängen? Brenn. Action-Modus. This is it for you. Wer bewirft uns mit Bomben? Du Abschaum. Andererseits, du wirst brennen. Okay, tschüss, mein Freund. Delete. Lächerlich. Jo, Platz da. Wir nehmen die erstmal alle aus. Die Weihnachtsgänse. Ah, Wüstenglas, wie schön. Glas ist schön. Full already. Nein. Ah, Miss Heilbrand, davon haben wir, ich denke, genug für den Moment. Du da hinten, du bist schuld, dass wir entdeckt wurden. Keine Ahnung, wie du das gemacht haben willst. Wir hätten wahrscheinlich deinen Kopf treffen müssen. Schnellreisepaket, wie schön. Ich ziehe. Ah, wir hätten es so schön so sneaky machen können. Ich weiß nicht, ob sie was Besonderes sagt, wenn man es kurz mal solo legt. Aber nicht unbedingt. Ah ja, ein Schnellreisepaket, wie schön. Ignoriere mich. Ich raub nur kurz hier alles aus. Should have brought a cart. Sie weiß also, was ein Wagen ist. Immerhin das. Das können wir zerlegen. Die Nora haben das Konzept von Wagen. Aber ich habe sie noch niemals in Rat benutzen sehen. So, Sona. This wasn't all the killers. I counted more at the war party massacre. If I have to chase their filthy shadows from here to Spear's Reach, I will.
You're hurt. Losing blood. My health is not your concern. No one doubts your determination, but you need rest. She's right, Warchief. Give your wounds time to close. Kommst du schon daher? Varl, what are you doing here? I ordered you to hold that gate with your life. And so I did, until the runner you sent returned with news of his encounter with Aloy and your location. I left the gate well guarded. My place is here, with you, with our vengeance. Am I not owed that? Maybe I should have a look around, see if I can figure out where the rest of the killers are. Do as you wish. Everyone else does. Mother. Ah. Ihr seid eine Problemfamilie. Okay, wir die Spur. I can't spare the weight. Haben wir schon. Oh, sie an. Commanders, over the past month, accidental blaze explosions have killed a dozen men. Here in the Ring of Metal, I've taken the precaution of placing our entire stockpile in a covered shelter. Oh. Safe from stray sparks and lightning. And I've posted guards to control access. I urge you to take similar measures. Or suffer the consequences. Supply Master Thrawn, out. A blaze stockpile inside their base. Absolute Vollidioten. And we win. Dann, um zu verhindern, dass ihr euch die Explosion selbst in Luft jagt, legen wir all die explosiven Gegenstände auf einen einzigen Ort. Nichts kann schief gehen. Ich meine, theoretisch kann es was bringen, aber praktisch gesehen ist es eine Einladung für Selbstmord. Wenn einfach eine einzige Sache schief geht, geht alles hoch. Nun gut. Ihre Dummheit, unser Vorteil. So, wir bauen kurz mal die Sachen hier nach. So, so. I found something. The rest of the killers are camped inside a ring of metal. Any idea what that means? Damn them. The ring of metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo. I will return to the matriarchs, beg them to make an exception. Nein. There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. You blaspheme. Please, Warchief, break the taboo. Devil's Grief is a cursed place. But maybe Aloy's secret blessing can protect us. I'll send scouts ahead. Our force will assemble at the cliff above Red Echoes. And launch our attack from there. Sounds like a plan. See you there. Traditionen sind auch nur eher so Richtlinien als Regeln, nicht wahr? Ah, eine Kettenreaktion. Die Rache der Nora. Für da hinten. Was Roter Echo ist. Aber wir wollen uns jetzt erstmal mit Nil treffen. Zuerst gehen wir sie in die Metallblume da hinten abholen, dann gehen wir uns durch diese Sachen durchprügeln, treffen uns mit Nil, machen das Banditenlager wohl, arbeiten uns dann hier so durch. Zuerst Metallblume da oben. Wenn wir schon in der Nähe sind. Außerdem. Nein. Ehe wir uns mit Nil treffen, sollten wir wahrscheinlich aber noch komplett nach hier unten gehen, damit wir die Quest von hier mitnehmen können. Gehen wir in so einen Bogen. Ah, da ist die Blume schon. Kater. Was ist? Er sitzt jetzt übrigens gerade auf meinem Schoß und legt seine Pfote auf meine Maushand. So. Now, what were you doing out here? Aber ich habe das Gefühl, er wird gleich runterfallen, weil er wieder so halb von mir runterhängt. Orchideenatem, entflammt in Schmetterlingsflügeln. Ah, immer auch besser Poesie, als ich jetzt auf die Beine stellen könnte, glaube ich. Was? Denn du kannst mich nicht vom Tisch wegschieben, Kater. Nein! Das ist jetzt nicht hilfreich. Tasse.
Ah, der Weg hier rüber ist schneller. Dann eilen wir uns. Hey. Ich hatte kurz das Gefühl, sie würde die Leine nicht kriegen. Oh, Blume. Stocking up? Immer. Das ist ein Heilzeug. Das ist Feuerbrennwurzel. Toter Wächter. Banditenlager wurde entdeckt. Das ist nicht unser verdammtes Problem. Varl spoke of a bandit camp in some metal ruins. That must be the place there. Best keep an eye out around here. Eigentlich sind wir eine Tasse hier. Aber die Tasse wird wahrscheinlich irgendwo mitten in den Ruinen hier sein. Möglicherweise eher nahe des Banditenlagers. Ratte. Das sind alte Trümmer. Alte Trümmer. Gibt es noch keine anderen gesehen? Das heißt, vielleicht ist die Tasse da. Da ist die Tasse. Gib her. Wayfarers. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den alten Liebenteuer war. Trägt die Aufschrift Hearts Wayfarers. Sets von alten Gefäßen können in Möden eingetauscht werden. Es regnet schon wieder. Arthur, du fällst gleich runter, wenn du so weitermachst. Und dann wirst du mein Headset mitreißen. Ich kenne dich. Ja, nicht meine Hand beißen, bitte. Okay, das Panorama ist definitiv da oben irgendwo. Da hinten oben wahrscheinlich. Aua, aua, nein, nein. Schmerz, okay, gut. Das war mein rechter Arm. Den brauchte ich sowieso nicht mehr. Tragischerweise keine Garantie drauf. Das heißt, es könnte schwierig werden, aua, einen neuen zu bekommen. Jetzt hör auf, mir die Füße zu beißen. Aua. Ganz schön hell hier alles. Rechte Bewegung. Du wagst es. Ah, hat uns noch erwischt. Schade, das sah vielversprechend aus. Lass das. Okay. Noch ein Metallgefäß mitnehmen. Wir suchten einen Weg nach oben. Ich erinnere mich. Wahrscheinlich einen Weg nach da oben. Jetzt ist mein Wegpunkt auf das Panorama. Und nehmen die Blümchen nochmal kurz mit.
Wir hätten über den Baumstamm laufen können. Freundlicherweise jemand hier hingelegt hat. Probably needed the wash. Und jetzt müssen unsere Rüstung gerissen, was wir komplett wertlos. Boah, nein, 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 Leute. Wir können über alles reden. Aua. Das ist nicht alles, wovon ich rede. Ja, das, ich war, bin ich mir nicht sicher, was ich da versucht habe. Hör auf damit. Unsere Pfeile kosten nämlich leider ordentlich was auch an Metallscherben. Wir benutzen die guten Pfeile und nicht die billigen Pfeile. Die würden nur eine kosten pro Batch. Aber dafür auch so gut wie gar keinen Schaden machen. So, nehmen wir ein paar Spätzünder mit. Got too much already. Ich hab's mir gedacht. Ich wusste gar nicht, dass es Overcrafting gedacht war. So. Einfach alle diese komischen Kisten hier leer räumen. Und was können wir? Das können wir zerlegen. Auch das können wir zerlegen für die 10. Und die hier, die können wir auch erstmal mit mehreren zerlegen. Haben wir nur eine Feuerbrennwurzel? Ist das wirklich der Umstand? Scheinbar. So ein paar Armbanduhren zerlegen, so eine kleine Rolex in Metallscherben zerdrücken. Das wird auch niemandem wehtun. Das war eine weitere Feuerbrennwurzel. Okay. Auf dieser Höhe ungefähr. Ich verdächtige... Oh, was haben wir hier? Leaks schüren Angst. Geleakte interne Korrespondenzen von Xialu schüren Angst vor möglichen Massenentlassungen und Abschiebungen. Oh. A quick way down. Es bleiben immer die gleichen Probleme, nicht wahr? Gibt es keinen Weg rein in diesen Ruinenbereich? Nicht in diese. Ah, doch, da. Müssen wir nur ein einziges Mal komplett um die ganze Ruine drumherum, um ihn zu finden. Und da müssen wir definitiv hoch. So. Ah. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Auch derartige Sachen. Gut. Aloy, ich hoffe, du hast eine Tetris-Empfang. Denn das wird das gleich unangenehm hier. Netterweise hat jemand alles gelb angemalt, so können wir uns hier hoch bewegen. Action. Es ist nur ein bisschen eingerostet alles hier. Da haben wir es. Advantage. I can use my focus here. Ich weiß. Was haben wir noch drin? Lohe. So.
auf Panorama-Cache zugreifen. Apocalypse Storm Tour Day 4. It's hard to believe Metallurgic International used to be headquartered in this dreary old ziggurat. Wyatt's office was on the second floor from the top. If Emmett had a policy against workplace romances, he probably wrote it. So sah das dann also damals aus. Da Ella schon fast einen Schlaganfall gekriegt hat, als sie in Mutters Herz unterwegs war, glaube ich nicht, dass sie klarkommen würde auf die... Naja, auf die Welt, wie sie damals gewesen sein muss. Oder für uns heute. Oder für uns in der Zukunft. Da gehen noch so 100 Jahre ins Land. Gut, wir haben das. Dann wollten wir hier runtergehen. Die Geschichten annehmen, ehe wir zu Nil hochgehen. Also eilen wir uns mal darunter. Was ist da bis? Ja, der Kater ist wieder da. Das war nicht, wie es geplant war vom Spiel, nehme ich an. Ah. Schweig. Gib mir deine Lore, die ich nicht mehr nehmen kann, weil unser Inventar voll ist. Ja, euch zu töten wäre gerade Verschwendung. Wir gehen also dementsprechend ganz kurz mal zu Mutterherz. Also Mutterherz? Das ist nicht Mutterherz. Das ist Mutterherz? Mutterberg. Can you see beyond your sacred domain? Wer weiß? Wo ist Yin? You're Aloy, aren't you? They say you've been made a seeker with rite of passage from the sacred land. Yes. To track the killers who attacked the Proving. I can't imagine leaving all Mother's protection. But my sister Nakoa is like you. Fearless. She went north to find a Karja officer called Zaid, one of the captains of the Red Raids. He's dangerous. I'm really worried about her. Ah. Du hast nicht begleitet? You could have gone with her. Leave the sacred land and be purged from all Mother's eternal memory? No. I begged Nakoa to stay so she could avoid that fate. She said she didn't care. I don't know. Will she really be cursed for avenging our father? It seems cruel. Okay, was war mit den roten Raubzügen bei euch? I lived in the Embrace during the Red Raids. What was it like out here? For 10 years, the Karja attacked without warning. Devils like Zaid butchered braves and kidnapped civilians for blood sacrifice. It all ended when the mad Sun King died. The matriarchs say his son wants to set things right. But that wasn't enough for Nakoa. Sie ist keine Sucherin, nehme ich an. Did the matriarchs really give Nakoa permission to leave? Nein. No. They refused her. But nothing could stop her from going after Zaid. He murdered our father during the Red Raids. Nakoa saw it happen. Hid in the cellar and forced herself to watch. It changed her. Schauen, was sie tun können. Trauma ist eine üble Sache. I'll keep an eye out for her.
Oh, Mother, bless you. I know the matriarchs won't let her return to the sacred lands, but I just need to know that she's all right. She must have passed through Mother's crown. My Aunt Salai lives there. They might have spoken. Maybe she can tell you more.